Ich muss Sie bitten, sich respektvoller über den Herrn Grafen zu äußern. Mein Euder ist nicht aus dem Bett herausgekrabbelt, sondern seine Erlauchte Graf von Rabenstein-Schwindeck haben geruht, sich aus dem Bette zu erheben. Aha! Und unterlassen Sie Ihr abfälliges Aha! Tun's doch nicht, also Schmerz! Sie meinen, weil Sie den Dreck von einem Grafen abstauben, sind's was Besseres. Ich betrachte es als größere Auszeichnung, Kammerdiener seiner Erlaucht zu sein, als Wirtschafterin bei einem Toilettenpapierfabrikanten. Ja, Sie und Ihr blaublütiger Chef da drin, der blaue Heinrich. Zügeln Sie Ihre Zunge. Ich verbiete Ihnen, meinen Herrn mit diesem abwertenden Namen zu benennen. Der blaue Heinrich. Ein Name, den Ihr Chef, dieser Herr Müller, aufgebracht hat. Sorgen Sie lieber dafür, dass diese Schreibmaschine verschwindet. Mein Herr haben befohlen... Da Herrin befiehlt nur einer. Und das ist mein Chef, der Herr Müller. Und der Herr Müller hat gesagt, die Schreibmaschine bleibt. Sie scheinen nicht begriffen zu haben, welche Gnade es für diesen Müller bedeutet, dass unsere Comtesse Olympia ihn geheiratet hat. Eine Gnade kann's ja von mir aus gewesen sein. Aber Liebe war das bestimmt nicht. Oder hat es was mit Liebe zu tun, wenn die Frau da und der Mann da oben schlafen? Was verstehen Sie von Liebe? Ja, mehr schon wie Sie. Sie auszuzutzen, Mandeln. Ein Glück, dass ich das nicht verstanden habe. Morgen, Johann. Mein Name ist Jean. Jetzt lass uns doch einmal den alten Raubritter in Ruhe. Bitte sehr. Ist meine Frau schon aufgestanden? Ihre Erlauchte, die Frau Gräfin? Meine Frau ist keine Gräfin, meine Frau ist meine Frau. Und als solche eine ganz gewöhnliche Frau Müller. Und? Was treibt der blaue Heinrich? Seine Erlauchte, der Graf von Rabenstein-Schwindeck, geruhten soeben ein Gabelfrühstück einzunehmen. Zwei Schnittchen mit Kaviar, ein junges Hühnchen und eine halbe Flasche Champagner. Ja, auf meine Kosten. Der kommt mit daher. Naja, wenn es ihm nur schmeckt. Oh ja, der Herr Graf erfreuen sich in letzter Zeit eines sehr guten Appetits. Ja, das merke ich. Der frisst mir schon langsam die Haare vom Kopf. Frau Lenz, kommen Sie mal bitte. Ja. Sie können gehen. Ja, Schleicher sollen Sie sehen. Sehr wohl. Prolet. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Frau Lenz. Setzen Sie sich und fangen Sie an. Es gibt viel zu schreiben. Mit oder ohne Durchschlag? Ohne. An Herrn Otto Bohlinger, Salinstraße 14, Bad Reichenhall. Sehr geehrter Herr Bohlinger, in Beantwortung Ihres geschätzten Schreibens teile ich Ihnen mit, dass ich Ihrem Kommen gerne entgegensehe. Sollte es zu dem gewünschten Abschluss kommen, kann die Übernahme des Schlosses durch Sie erfolgen. Am liebsten sofort. Der Ihnen bereits bekannte Kaufpreis beinhaltet noch folgendes Schlossinventar. 50 Hühner, 6 Schweine, 2 Ochsen und meinen Schwiegervater, den blauen Heinrich. Also so kann ich das nicht schreiben, Herr Müller. Stil und auch inhaltlich. Das sollen Sie auch nicht. Sie wollen das Schloss verkaufen? Definitiv. Ja, es ist das einzige Mittel, dass ich meinen hochherrschaftlichen Schwiegervater wieder loswerde. Ja. Und Ihre Frau? Ach, Fräulein Lenz, wenn Sie wüssten. Ja, was soll ich denn wissen? Sind's nicht glücklich in Ihrer Ehe? Ehe? Ja, wo denn? Bei Ihnen kann ich's ja sagen.
So unverheiratet wie ich bin, seit ich verheiratet bin, war ich seit meiner Heirat noch nie. Und schuld dran ist nur dieses gräflich-rabenstein-schwindigsche Gesetz aus dem Jahre 1493. Das besagt nämlich, dass ein Bürgerlicher, falls er überhaupt für würdig befunden wird, Gatte einer von Rabenstein zu werden, eine Frist von 300 Tagen einhalten muss, bevor er sich um die Nachkommenschaft bemühen darf. Das ist ja toll, hä? Hm? Ja, und Ihre Gattin? Oh, sagen Sie nicht Gattin, sagen Sie lieber Frau. Bei Gattin kommt er von B-Gatten. Und warum meinen Sie, dass ich da schlaf und meine Frau Gemahlin da? Ja, und wann läuft die Frist ab? Tja, dann müsst ihr erst nachrechnen. Am Anfang, da habe ich die Tage noch zählt, aber irgendwann bin ich dann einmal rausgekommen. Aber jetzt kommen schon langsam meine wahrscheinlich noch jungfräuliche Frau Gemahlin mitsamt ihrem Herrn Papa stehen bleiben. Hören Sie es? Hören Sie es? Jetzt spielt er wieder die Lieblingsmusik von seiner Verwandtschaft. Ludwig II. Und er geruhen Richard Wagner zu bevorzugen. Entweder er kommandiert rum oder er spielt Wagner. Sie tun mir wirklich leid, Herr Müller. Ja, ich mir auch. Aber ich bin ja selber schuld. Aber jetzt ist Schluss mit der Gaudi. Ich verkaufe nämlich das Schloss und stelle meine Frau vor die Wahl. Entweder ich oder der Herr Papa. Ja, aber... Ich mag nicht mehr so leben, wie ich jetzt lebe. Haben Sie es gehört, Herr Graf? Ich hab's satt. Wenn sich mein hochherrschaftlicher Schwiegervater nicht nach meinen Wünschen richtet, dann sollten doch der Teufel holen. Na. Jawohl, dann soll ihn der Teufel holen. Na, wen soll der Teufel holen? Was ist das für ein Lärm? So ein Geschrei wie in einem orientalischen Bazar und dann diese Luft. Diese Luft, Sie haben ja trotz meines Verbotes wieder geraucht. Ja, stellen Sie nur vor, ich hab mich traut. Ja, die Zigarre verpestet mir die Luft. Ja, langsam mal. Da kostet eine 8 Mark, 1A Qualität. Wollen Sie mal probieren? Ich verzichte dankend. Und ich verbiete mir Ihre Impertinenzien in Gegenwart einer dritten Person. Haben Sie es gehört, Fräulein Linz? Die dritte Person, das sind Sie. Lassen Sie das nicht vorhin, geben Sie es Ihrem. Nein, lieber nicht. Lachen Sie nicht so dumm. Und hören Sie mir lieber zu, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich habe Ihnen eine Eröffnung zu machen. Von mir aus eröffnen Sie. Rauchen Sie nicht, wenn ich mit Ihnen rede. Ja, haben wir sowas schon erlebt, ha? Ja, da hört sich ja alles auf. Wir rauchen ist mir unangenehm. Mir nicht. Ich begreife von Tag zu Tag mehr, dass Ihnen der überaus große Vorzug, der Schwiegersohn des letzten Grafen von Rabenstein-Schwindeck zu sein, noch gar nicht zu Bewusstsein gekommen ist. Ja, da haben Sie recht. Aber was anderes ist mir zu Bewusstsein gekommen. Nämlich, dass ich Ihnen nur ein Mittel zum Zweck war. Sie haben mir nur einen reichen Schwiegersohn gesucht. Einen dummen, der Ihre Schulden zahlt. Glauben Sie? Ja, Sie haben mir erlaubt, dass ich Sie von Ihren Gläubigern befreie. Dass ich die Kosten für das Schloss übernehme. Und dass ich Ihre Steuerschulden zahle. Und was machen Sie? Sie stolzieren da rum wie der Storch im Salat. Salat? Salat, mein Herr, ich bin sprachlos. Gott erhalte Sie in diesem Zustand. Und gerade... gerade heute... Heute hätten Sie allen Grund, sich mein Wohlwollen nicht zu verscherzen. Wieso? Was ist denn heute los? Alter, Mitternacht endet Ihre 300-tägige Bewährungsfrist. Wie interessant. Und ich erkläre Ihnen auf das Präziseste, dass ich mich nicht entschließen kann, Sie voll und ganz in die Rechte Ihrer Ehe einzusetzen. Und ich erkläre Ihnen auf das Präziseste, dass mir das vollkommen wurscht ist. Wie bitte? 299 Tage habe ich braucht, um zu begreifen, was für ein hausgemachter Depp ich war. Ihre Tochter ist in der Zeit nicht nur nicht meine Frau gewesen, sondern sie hat keine Gelegenheit ausgelassen, mit dem ganzen adligen Mannsbrüderzeigel, die Sie immer auf mein Schloss einladen, rumzutun und ihren hochedlen Unterhaltungen nachzugehen. Ich hab nur das Vergnügen gehabt, die Rechnungen zahlen zu dürfen. Also Sie wagen es mir so etwas so einfach so ins Gesicht zu sagen. Sie, der meinen friedlichen armen Sitz in eine Fabrik verwandeln wollen, mein Marstall, wo jahrhundertelang die ersten Pferde meiner Vorfahren standen, da wollen Sie Toilettenpapier erzeugen. Welch eine Vorstellung!
Aber hernehmen den sie schon, mein Klopapier. In meiner Ahnengalerie, wo 27 Generationen von den Wänden herniederblicken, dort verhandeln sie mit ihren Kunden. Und hier an dieser Stelle, wo einstmals die Wiege der Stammmutter derer von Rabenstein-Schwindeck stand, haben sie eine klappernde Schreibmaschine aufgestellt. Mein lieber Herr Graf, wenn wir nicht tippen, haben Sie nichts zu nippen. Sie sind von empörender Formlosigkeit. Guten Morgen, Papachen. Morgen, Olympia. Mein liebes Kind. Du, hör mal, Max. Hast du nicht gesagt, du willst ein neues Auto kaufen? Ich meine, mit dieser alten Klapperkiste da draußen können wir unmöglich länger vorfahren. Eine schauderhafte alte Mühle. Also, ihr gefällt's mir. Meint sie vielleicht, dass die edlen Pferde von euren Vorfahren schneller gerannt sind? Und? Hast noch was auf deinem hochwohlgeborenen Herzen? Ich wollte dich fragen, ob du die Einladung an die Fürstin von Thorn und Taxis schon geschrieben hast. Nein, habe ich nicht. Ab heute wird nämlich nicht mehr eingeladen, ab heute wird nur noch ausgeladen. Also Herr Müller! Und der Erste, der ausgeladen wird, das sind Sie selber. Mir stinkt er nämlich, wenn ich weiters mit so einem säuerlichen Schwiegervater unter einem Dach wohnen soll. Ha! Empörend! Komm, Papa, wir gehen! Nein, Olympia! Denk an den Wahlspruch unserer Familie. Furchtlos und unverzagt! Wir bleiben. Gut, dann geh halt ein. Ich hab eh nur von dem ganzen adligen Schmarrn. Sie vergessen wohl, mit wem Sie reden. Einer meiner Urahnen war August der Starke mit seinen 365 Kindern. Mein Großvater Maximilian Graf von Rabenstein-Schwindeck war Großmeister des Johanniterordens von Marienburg und mit dem Hause Wittelsbach durch Heirat mehrfach verwandtschaftlich verbunden. Und ich selbst nicht. Ich bin Heinrich der Letzte. Ja, Sie sind das Letzte. Mein Großvater war der Fonsi Müller, Großmeister der Metzgerinnung von Mühldorf am Inn. Ich bin sein direkter Nachkomme, Max der Erste, Müller von Mühldorf. Was für ein Glück für ihn! Was für ein Glück, dass mir nicht das passende Wort einfällt! Oh, Papachen, reg dich nicht auf! Er ist es nicht wert! Dann werde ich eben selbst die Einladung an die Fürstin von Thurn und Taxis schreiben. Herr Graf, ist war wieder draußen? Wie denn? War draußen? Na, war draußen? Wäre ein Herr Spatz, heute nach Sperling warst du. Na. Von Sperling? Nur Sperling. Was? Ein ganz gewöhnlicher Sperling? Also das kann nicht für uns sein. Melden Sie den Vogel dort an. Guten Abend, Herr Rhein. Herr Müller, ein Herr Vogel. Sperling, holde Jungfrau, Sperling. Ein Herr Sperling. Mein Gott, Sperling ist doch ein Herr Vogel. Sperling? Mensch, Sperling! Max, grüß dich, Gott! Grüß dich! Willkommen auf meinem Schloss. Mensch, freu ich mich, dass ich dich mal wieder sehe. Und ich erst, Max. Dass du überhaupt noch lebst? Ach, wenn man so ein Leben wie mein Leben überhaupt Leben nennen kann, dann lebe ich noch. Wieso? Was ist denn passiert? Raus mit der Sprache. Oder wart, trinken wir zuerst einen Schluck auf unser Wiedersehen. Was trinkst du immer? Wasser, das kann ich mir leisten. Wasser? Das kannst du haben. Ist dir das Wasser da recht? Ui, Kirschwasser. Mein Gott, wie lange habe ich sowas schon immer getrunken? So, also dann, mein Lieber. Prost. Prost, Max. Mensch, du hast dich vielleicht verändert, hä? Dieses Schloss und der schöne Park da draußen und dieser sprudelnde Springbrunnen. Du musst ja der glücklichste Mensch sein. Oh ja, ich bin so glücklich, dass ich den Moment, an dem ich dieses Schloss und den Park mitsamt dem sprudelnden Springbrunnen wieder loswerd, gar nicht mehr erwarten kann. Okay, das kann doch nicht dein Ernst sein. Naja, es braucht niemand zu wissen. Weißt du, ich will meiner lieben Frau und meinem lieben Schwiegervater eine Überraschung bereiten. Aubi, sind's nicht nett zu dir, hä? Nett? Ja, nett ist gut.
Meine Frau ist eine blöde Gans und mein Schwiegervater, der blaue Heinrich, ein alter, arroganter Depp. Oh Gott! Und die Schwiegermutter? Die ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Berling, mein Schwiegervater stellt sämtliche Schwiegermütter in den Schatten. Doch, wie furchtbar. Ja, du kennst ja das Sprichwort. Wenn es einem Esel zu wohl wird, dann kauft er sich ein Schloss. Genau, und der Esel, der war ich. Ja, aber wieso denn? Ja, weißt du, ich habe riesen Geschäfte gemacht. Ja, ich habe gut verdient. Und dann habe ich mir gedacht, schaust du heute mal um in der Gesellschaft. Dann habe ich mir ein paar Anzüge machen lassen und bin nach Baden-Baden gefahren. Ins Grand Hotel. Und was soll ich dir sagen, im Grand Hotel, da ist der alte Raubritter gesessen wie eine Kreuzspinne mit seiner neunzackigen Tochter. Und so schnell habe ich gar nicht schauen können, wie ich mit ihr schon verlobt war. Haben sie dich eingefangen? Ja, so ungefähr. Aber jetzt reden wir mal von dir. Wie ist denn dir in der Zwischenzeit so gegangen? Oh mein Gott, Max, was soll ich da sagen? Ja, am besten, ich erkläre das der Reihe nach. Magst du auch noch einen? Nein. Aber jetzt schieß los. Angefangen habe ich als geistiger Arbeiter. Oh, das ist schon ein Fehler. Nein, ich habe geschrieben, aber leider hat meine Romane keine Sau lesen wollen. Ja, und dann bin ich Privatlehrer geworden. Aber irgendwie ist das auch nicht das Richtige. Warum? Ja, die Kinder wissen mehr als ich. Ach so. Ja, was willst du denn jetzt machen? Ja, Max, das werde ich dir gleich erklären. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich überhaupt da bin. Mhm. Also pass auf, Max. Ich habe da einen Onkel in Kapstadt. Kapstadt? Ist das nicht in Afrika? Ja, genau. Und dieser Onkel, der will jetzt, dass ich zu ihm fahre. Ja, dann fahr doch. Auf was wart's denn? Aufs Geld. Ach so, das schickt dir der Onkel erst noch. Nein, Max. Weißt, ich habe mir eigentlich gedacht, du könntest mir vielleicht eventuell... Was, ich soll dir? Oh, Max, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich habe noch gar nichts gesagt. Aber du wirst es, Max, ich sehe dir das an. Ja, deinen freundlichen Zügen, deinem großzügigen Lächeln. Komm, hör auf. Also du kommst mit daher. Also wie viel brauchst? Sag aber gleich stopp bitte, weil du nur die Hälfte kriegst. Na, also gut, dann sagen wir 10.000 Mark. Also gut, 5.000, schau her, da. Da hast du einen Scheck. Wunderbar. Bitte. Gedeckt? Ja, natürlich. Oh, entschuldige. Max, du bist ein Prachtkerl. Ja. Müller? Wer? Bohlinger. Ah, Herr Bohlinger. Ja, ich grüße Sie. Was, Sie sind schon auf Schwindecker, wird Ihnen das? Ah, Ihre Nichte möchte Schloss anschauen. Ja, natürlich geht das. Mach ich doch selber. Kein Problem. Mensch, Sperling, hör auf mit dem Schnaps. Schnaps? Ja, natürlich kriegen Sie auch einen Schnaps bei mir, Herr Bohlinger. Herr Bohlinger, stellen Sie doch Ihr Auto gleich am Eingang vom Park ab. Ich hol Sie dann da höchstpersönlich ab, ja? Also, bis gleich, Herr Bohlinger. Gell? Mensch, Sperling, hör auf mit dem Schnaps. Also, nicht, dass ich es dir nicht vergönne, aber du kriegst mir ja einen Rausch. Tja, ich muss dich jetzt leider allein lassen. Es kommt nämlich ein Käufer für das Schloss, ein Margarinefabrikant. Was? Du willst es wirklich schon wieder verkaufen? Ja, natürlich, weil ich überleben will. Hoffentlich beißt er an. Servus, Sperling. Mach's gut, schreib mal und lass dich nicht von den Löwen fressen. Alles klar, Max. Sperling, mach mir doch einen Gefallen. Wenn du rausgehst, sag doch meiner Sekretärin, dem Fräulein Lenz, sie kann für heute Schluss machen, sie kann heimgehen, ja? Aber lass mir sie für in Ruhe, gell? Das ist nämlich ein Traum von einer Frau, die Lenz. Also, servus, alter Seereiber. Bleib sauber. Servus, Max. Eine Traumfrau? Da brauche ich gleich noch Kirschwasser, damit ich meine Triebe besser unter Kontrolle halten kann. Na, wer weiß, wie hübsch die ist. So, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich gewissermaßen zu allem fähig. Er ist weg. Setz dich, mein Kind, und schreibe die Einladung an die Fürstin von Thurn und Taxis. Ja, Papa. Also, da draußen ist diese Lenz nicht. Ach, da ist sie ja. Uiuiui, das ist aber ein sauberer was. Frau Lenz, Sie können für heute Schluss machen und nach... Nein, Sie können für heute Schluss machen und nach Hause gehen. Sprechen Sie mit mir? Ja, natürlich. Mit wem denn sonst? Also, wie gesagt, Frau Lenz, Sie können für heute Schluss machen und nach Hause gehen. Wer sind Sie eigentlich? Ach so, gestatten, Sperling. Ja, ich bin gewissermaßen ein Jugendfreund von Ihrem Prinzipal.
Ach so, Sie meinen, dass ich... Das ist ja ausgezeichnet. Haben Sie mit meinem Prinzipal schon gesprochen? Ja, soeben. Und, kommen Sie gut zurecht mit ihm, Fräulein Lenz? Nein, das könnte ich eigentlich nicht behaupten. Also, das verstehe ich aber nicht. Mein Freund ist doch eine Seele von einem Menschen. Ja, und wenn er auch mal krantig ist, dann liegt es nur an seinen unglücklichen Familienverhältnissen. Ach. Hat er Ihnen sein Herz ausgeschüttet? Und wie. Er war ja fast von Sinnen. Sie hätten hören sollen, wie er über diese ganze Sippschaft geschimpft hat. Ja, über seine Frau und vor allem über den blauen Heinrich. Blauer Heinrich? Ja. Wer ist denn das? Sein Schwiegervater. Ja, das muss ein ganz ekelhafter Kerl sein. Ja, und seine Frau erst. Kennen Sie die? Das muss ja eine blöde Gans sein. Hat er das auch gesagt? Ja, wortwörtlich. Aber das brauchen Sie ihm ja nicht zu sagen, dem blauen Heinrich. Das wäre mir unangenehm. Und ihm sicherlich auch. Das könnte sein. Aber trotzdem, vielen Dank für die interessante Aufklärung. Sehr gern geschehen. Ja, jetzt muss ich leider wieder, sonst verpasse ich mein Flugzeug nach Afrika. Also dann, auf Wiedersehen, Freund Lenz. Leben Sie wohl, Herr Sperling. Leben Sie wohl. Ich muss. Was fällt Ihnen ein? Ei. Oh, so ein Tipp, Fräulein, noch vielleicht einen Anschlag. So, da geht's rein. Oh, Gott sei Dank, mein Lieber. Also, mein lieber Müller, ich muss Ihnen sagen, Ihr Schlosspark da, der ist ja... Wie soll ich sagen, der ist ja direkt ein Trumpf vom Paradies, gell? Ja, und das Palmenhaus erst. Also so ein Palmenhaus habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also, haben schon viele gesehen? Nur gar keins. Was sagst du jetzt, Franzi? Riesig, Onkel Otto. Riesig. Furchtlos und unverzagt. Hat der Spruch mit Ihrem Klopapier zu tun? Lass uns das ja nicht meinen Schwiegervater hören. Der verklagt sie sonst wegen Majestätsbeleidigung. Wollen wir uns nicht setzen? Ja, gern. Danke. Wissen Sie, lieber Herr Müller, so ein Schloss war ja schon immer mein Traum, gell? Schon wie ich noch ein ganz kleiner Bub war und von Margarine überhaupt noch keine Ahnung gehabt hab, habe ich schon von seinem Schloss geträumt. Gell, Franzi? Ja, wissen Sie, die Franzi ist nämlich meine einzige Nichte. Ja, und ich bin ihr einziger Onkel. Und was sie mir nicht erwünscht, das kriegt sie auch. So einen Onkel habe ich mir auch immer gewünscht. Und? Gefällt's einer da? Riesig. Ich finde alles so... Riesig. Dieser... Und so romantisch. Der Schlosspark. Die Ahnenbilder. Und die Ritterrüstung. Sagen Sie mal, gibt's eigentlich auch noch eine Folterkammer? Also. Ja, logisch. Da drin, da wohnt der Folterknecht. Oh. Ja, und da drin, da wohnt die eiserne Jungfrau. Ja, geh weiter. Eine eiserne Jungfrau? Mhm. Was Sie nicht sagen, he? Kann man die mal sehen? Nein, lieber nicht. Ich übernehme keine Garantie. Ja, Herr Müller, jetzt sagen Sie mal, wie viel Tagwerk hat denn das Ganze da? Tagwerk? Naja, 1200 Hektar sind's. 1200 Hektar, ja. Haben Sie nicht einen genauen Plan über den ganzen Besitz? Natürlich habe ich einen Plan. Herr Bollinger, wollen Sie denn nicht rübersitzen an den Schreibtisch? Ja, was mal. Schauen Sie her, da haben Sie jetzt den Plan und da können Sie sich jetzt so tief Sie wollen vertiefen. Aha, da bin ich jetzt gespannt. Und, was sagen Sie dazu? Wenn Ihr Onkel das Schloss jetzt kauft, dann sind ja Sie eine richtige Schlossfräulein. Besitz bedeutet mir nicht viel. Was mir wichtig ist, das ist Freiheit, Natur, ehrliche und aufrichtige Menschen. Der ganze adelige Schnickschnack mit ihrem Klimbim und Trara, der kann mir gestohlen bleiben. Und meine Freundin, die Friedel, die denkt genauso. Entschuldigen Sie. Sie sind ja auch einer von denen, bei denen der Mensch erst mit dem Baron anfängt. Oh, täuschen Sie ihn da ja nicht. Schauen Sie mich an. Schau ich nach Adel aus.
geh weiter, da kennen Sie ja kein Mensch nicht aus. Das sind ja bloß lauter Strich- und Schraffierungen. Herr Bullinger, wissen Sie, was Ihnen fehlt? Was denn? Ihnen fehlt der Überblick. Der Überblick über den Überblick. Ach so. Und wer soll ich den kriegen? Den Überblick über den Überblick? Kommen Sie einmal mit. Sehen Sie da hinten das Haus? Ja. Ah ja. Da gehen Sie jetzt hin. Da gehen Sie die vier Stockwerke rauf und lassen Sie oben den Schlüssel gehen. Was für den Schlüssel? Ja, den für einen Aussichtsturm. Da gehen Sie die vier Treppen wieder runter und gehen nebenan den Aussichtsturm wieder rauf. Aha. Rauf, runter, rauf. Und das bei der Hitze. Nur so kriegen Sie den Überblick. So was von Überblick haben Sie noch nie überblickt. Sie müssen es ja wissen. Hast du das gehört? He? Rauf, runter, rauf. Mein Lieber, wenn ich nicht mehr komme, aber mir verlaufen. Ja. Oder ich bin geschmolzen. So, jetzt sind wir zwei Hübschen allein. Bitte schön. Jetzt können wir uns ganz ungestört unterhalten. Entschuldigung? Ja, was ist denn schon wieder? Oh mein Gott, den Tisch muss ich halt decken. Ja, lassen Sie es da, das mach schon ich. Ja, aber... Nix, aber das mache ich schon, Sie können gehen. Ja, ich gehe ja schon. So was. Na, was? Ja, wo bleibt denn da unser Eins, wenn Sie die Herrschaft Arbeit schon selber machen? Ja, wollen Sie den Tisch jetzt wirklich selber decken? Schau ich so aus? Nein, ich hab's nur draußen haben wollen. Also, wenn Sie sehr nett sind, dann deck ich Ihnen den Tisch. Oh, was glauben Sie, wie nett ich sein kann? So, ja, dann passen Sie mal ganz gut auf. So, erst die Teller, dann kommt das Besteck. Einmal, zweimal und dreimal. So, dann noch die Gläser und zum Schluss die Flasche. Voilà! Voilà! Was kommt jetzt dazu? Einfach riesig! Den lasse ich fotografieren und Ansichtskarten davon machen. Jetzt müssen Sie bloß nur sagen, dass Sie auch kochen können. Ja, ich koche sogar sehr gut. Oh, das sagen alle jungen Mädel. Und wenn es darauf ankommt, dann putzen Sie einen Salat mit der Wurzelbürsten und kochen die Eier stundenlang, damit sie weich werden. Was ist denn Ihre Leibspeis? Mein Leibspeis? Ja, das ist ein Pfirsichauflauf. Ein Pfirsichauflauf? Das ist eine Kleinigkeit. Ja? Ja. Sieh, da brauche ich unbedingt das Rezept. Ich schau mal geschwind, wo mein Onkel so lang bleibt. Ah, der Pfirsichauflauf. Sind Sie bei Trost? Oder wollen Sie sich über mich lustig machen? Ich liebe solche Scherze nicht. Papa, was gibt es denn? Da aufregen muss ich mich, aufregen. Und das ausgerechnet vor dem Essen. Kein Wunder, wenn mir da der Appetit vergeht. So, dafür hauen Sie aber ganz anständig rein. Wollen Sie damit andeuten, dass ich ein Vielfraß bin? Was heißt da andeuten? Papa, du müsstest an solche Geschmacklosigkeiten längst gewöhnt sein. Moment einmal, wenn da jemand Grund hat zu klagen, dann bin ich das. Wollen wir uns nicht setzen? Jawohl, setzen wir uns. Jawohl, setzen wir uns. Mahlzeit. 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 Herr Müller! Sie putzen ja den Löffel. Na, warum nicht? Sicher ist sicher. Sauber ist sauber. Also lassen Sie das, ja? Von mir aus. Also, wollen Sie sich vielleicht aufhängen? Nein, ich will mich nur nicht antrenzen. Kein Benehmen. Sagen Sie mal, warum servieren eigentlich Sie die Suppen? Wo ist denn die Rosel? Fräulein Rosel packt ihre Sachen. Was? Sie ist soeben aus dem Dienst getreten
worden. Ja, was heißt denn das schon wieder? Das soll heißen, dass wir diese freche Person entlassen haben. Ja, was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie entlassen meine Haushälterin. Die Rosel bleibt. Sie geht. Sie bleibt. Sie geht? Diese Unverschämtheit übersteigt alles. Zur Strafe werden Sie ab heute allein auf Ihrem Zimmer essen. Von mir aus, da schmeckt mir's Essen wenigstens. Max! Wenn du glaubst, meinen Vater beleidigen zu können, dann... Ich hab ihn ja noch gar nicht beleidigt. Ich fange erst an damit. Also, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich mache von meinem Haus recht Gebrauch. Sie, das ist mein Schloss. Und wenn Sie weiterhin versuchen, mich zu schikanieren, mache ich von meinem Haus recht Gebrauch. Das ist zu viel. Ich mache ein Ende. Papa! Nicht nötig. Das Ende habe ich bereits gemacht. Schloss Rabenstein ist seit heute Vormittag verkauft. Was? Verkauft? Sie haben das Schloss meiner Väter verkauft? Ja, ich war so frei. Und wenn du dir einbildest, dass mir euer Leben imponiert, dann hast du dich geschnitten. Dann bist du auf dem Holzweg, ja? Der ganze adlige Schnickschnack mit seinem Klimbim und Trara, der kann mir gestohlen bleiben. Max! Nix, Max! Was mir wichtig ist, das ist Freiheit, Natur, ehrliche, aufrichtige Menschen. Und meine Freundin, die Friedel, die denkt genauso. Also, das ist zu viel des Guten. Herr Möller, wir lassen uns von Ihnen scheiden. Olympia, komm. Sie können ja ruhig scheiden lassen, aber meine Frau, die bleibt bei mir. Olympia? Olympia? Mein lieber Max. Die blöde Gans geht mit ihrem Vater, dem blauen Heinrich. Was hat er zu sagen gewagt? Ja, Papa. Jean! Wir verlassen auf der Stelle das Schloss. Holen Sie unsere Sachen, wir gehen. Sehr wohl, Herr Graf, wir gehen. Aber Papa, übereile nicht. Lass nur, mein Kind. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wer soll den blauen Heinrich kennenlernen? Sie. Sie sind die längste Zeit Gatte einer Gräfin gewesen, Herr Müller. Olympia, setz deinen Hut auf. Sie haben uns gekränkt und beleidigt. Sie haben den Stammbaum derer von Rabenstein-Schwindeck besudelt. Olympia, setz deinen Hut auf. Ich habe ihn schon auf, Papa. Wir haben ihr pöbelhaftes Benehmen lange genug ertragen. Aber ihre heutige Brutalität setzt allen die Krone auf. Setz deine Krone auf! Deinen Hut auf! Ich habe ihn schon auf, Papa. Lassen Sie sich das gesagt sein, Herr Müller. Der blaue Heinrich geht, aber er kehrt zurück. Seien Sie auf der Hut! Setz deinen Hut! Achso, der sitzt ja schon. Komm, mein Kind. Furchtlos und unverzagt. Mein Herr! Mein Herr! Furchtlos und unverzagt. Servus, Hans. Juhu! Lieber Gott, ich danke dir. Verrichten Sie gerade ein Dankgebet? Ja, ja, wegen Errettung aus schwerer Gefahr. So, so. Also, Herr Müller, das Schloss ist gekauft. Ja? Schick es mir im Vertrag. Alles Weitere regelt mein Notar, gell? Mhm. Und jetzt wird ja noch gut, wir müssen wieder weiter. Was? Sie wollen schon fahren? Ja. Nein, das dürfen Sie nicht. Sie müssen jetzt da bleiben. Jetzt in der Stunde des Sieges. Schauen Sie her, wo ich doch schon viel extra den Tisch stecken hab lassen. Was, das haben Sie gemacht? Ja. Also, à la Bonheur, sag ich. Was meinst du, Franzi? Bleiben wir da? Ja, und Lotto. Bleiben wir. Also dann, bitteschön. Oh. So, danke. Lieber. So. Was, Sie putzen die Läfe? Ja, Frauli. Wissen Sie schon. Sicher ist sicher, gell? Sag ich auch. Sicher. So, Franzi. Geh weiter. Bind der Servietten um. Natürlich, bitten wir uns die Servietten um. Schau ich doch auch. Schauen Sie, wie schnell hat man sich angrenzt, gell? Sag ich auch. Mahlzeit, du. Mahlzeit. 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 So,
Jetzt schmeckt's mir. Hat um die Zeit bereits zwei Arbeitsstunden hinter sich. Wo steckt denn der Chef? Der sitzt mit seiner Frau auf dem Balkon und trinkt seinen Kaffee. Unerhört. Es ist bereits 10 Uhr und er hält es nicht für nötig, sich sehen zu lassen. Aber Fräulein Lenz, jetzt seien Sie doch nicht so unbarmherzig. Kennen Sie es ihm doch. Reden Sie nicht von sowas. Unerhört ist das. Guten Morgen, Melanz. Guten Morgen. Guten Morgen. Lassen Sie diese unerwünschten Vertraulichkeiten, Herr Müller. Sind wir heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden? Dafür aber früher als Sie, Herr Müller. Rosel, lassen Sie sich die Blumen geben, die ich beim Gärtner bestellt habe. Ja, ist recht. Fräulein Lenz, heute habe ich Feiertag. Bei Ihnen scheint ja jeder Tag ein Feiertag zu sein. Ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen, Herr Müller. Also dieses Lotterleben kann so nicht weitergehen. Ach, jetzt schimpfen Sie doch nicht so. Ich schimpfe im Interesse der Firma. Ja, und dann schimpfen Sie ruhig weiter. Ein Chef, der bis Mittag im Bett liegt und sich den ganzen Tag in der Firma nicht blicken lässt, kann ich nicht brauchen. Ja, kriege ich jetzt zum nächsten ersten Mal Kündigung von Ihnen. Was waren Sie mit Ihrer ersten Frau für ein fleißiger Mann? Ja, da habe ich doch nur aus Verzweiflung gearbeitet. Aber bitte... Bitte erinnern Sie mich nicht an meine erste Frau, weil sonst kriege ich noch eine Ganshaut. Aber wenn Sie schon so schlechte Erfahrungen gemacht haben, hätten Sie doch ein zweites Mal gar nicht mehr heiraten brauchen. Vielleicht wollte ich nur wissen, wie es diesmal wird. Was? Ja. Da wären jetzt Ihre Blumen. Na, danke. Was soll denn das Gemüse da? Wir werden es gleich sehen. Guten Morgen, Fräulein Lenz. Guten Morgen. Halt! Keinen Schritt weiter. Was ist los? Geliebte Franzi. Teure Gattin, holdes Eheweib. Am ersten Jahrestag unserer Hochzeit erlaubt sich dein Max, dich mit einem Blumenstrauß zu überraschen. Aber Max! Fräulein Lenz, seien Sie doch so gut und arbeiten Sie drüben im Büro. Ich habe halt keine Lust, dass ich Ihnen was diktiere. Natürlich. Das ist ja riesig. Dann gehörst du halt den ganzen Tag mir. Natürlich, den ganzen Tag gehe ich halt dir. Lass dich einmal anschauen. Na, wie du heute wieder ausschaust. So schön wie heute hast du noch nie ausgeschaut. Na, wie du wieder ausschaust. Riesig. Zum Fressen. Mahlzeit. So, dann nehme ich jetzt eine Vase. Ich mach dich schon, Rosel. Sonst ist heute der Brief vom Herrn Bollinger gekommen. Nein, also bis jetzt noch nicht. Das verstehe ich nicht. Seit 6 Wochen kein Lebenszeichen von ihm. Sonst hat er immer so fleißig geschrieben für seine Reisen. Rätselhaft. Sehr rätselhaft. Wir glauben, dass er auf Kur ist, in Bad Gastein. Dann kommt vor Wochen eine Ansichtskarte aus Baden-Baden. Meinst du, dass wir mal nach Baden-Baden telefonieren sollten? Ja, hat er denen seine Adresse angegeben? Ja, Grand Hotel. Kennst du das? Ja, leider. Da habe ich damals meine erste Frau kennengelernt. Ah. Du sag einmal, warum erzählst du mir eigentlich nie was von ihr? Ja, weil ich froh bin, wenn ich nicht an sie denken muss. Schade, dass ich es nie kennengelernt habe. Wie hat's denn ausgeschaut? War sie hübscher als ich? Na. Und du hast sie wirklich ganz vergessen? Jawohl, ich hab sie völlig vergessen. Schwöre. Ich schwöre. Hand aufs Herz. Auf eins. Liegt schon. Und jetzt küss mich. Mei, ist das schön. Was ist denn schon wieder? Ihr klopft uns doch das nächste Mal an, wenn's reinkommen. Ja, da ist wer draußen. Wer? Ja, der war schon mal da, aber der schaut jetzt ganz anders aus. Ja, dann lass es ihn halt rein. Ja, von mir aus. Ich lass dich allein, Max. Aber vergiss mich fein nicht. Da bin ich wieder! Sperling? Sperling! Max, grüße dich! Sperling!
Ja, hast du dich verändert? Ja, gell, da staunst du. Und so wie ich vor dir stehe, bin ich der Besitzer des größten Safari-Parks von ganz Afrika. Na. Ja, ich habe das Geschäft von meinem Onkel übernommen. Raubtiere en grand und en detail. Gratulieren wir. Ja, ich gratuliere. Ja, ja, ich beliefere sämtliche Tierparks der ganzen Welt mit Löwen, Leoparden, Rhinozerusse, Elefanten und Krokodile. Du, erst gestern habe ich in München einen Gorilla abgeliefert. Ein Viech, sage ich dir, ein Viech. Größer noch als du. Oh, danke. Sehr schmeichelhaft. Ja, dann bist du nicht Privatlehrer geworden. Ach, oh, Tierbändiger bin ich geworden. Ja, das ist ja dasselbe. Ja, und jetzt bist du gekommen, um mich zu bändigen? Nein, lieber Max, dein Geld will ich dir zurückgeben. Oder ist dir vielleicht ein kleines Nilpferd lieber? Ja. Nein, nein. Gib mir nur das Geld. Da, schau her, 5000 Mark. Ja, danke. Ja, also, wenn du wieder mal was brauchst. Nein, danke. Die Zeiten, die sind Gott sei Dank vorbei. Also, hast du schon viel Geld verdient? Ja, so 300.000 Dollar. Hey, 300.000. Ah, und jetzt willst du dich in Europa amüsieren? Nein, Max. Max, eine Bitte hätte ich an dich. Du, wo ist denn deine Sekretärin, das Fräulein Lenz? Die Lenz? Jawohl. Mein angebetetes Fräulein Lenz. Ja, also, einen Geschmack hast du. Oh, Max, sage nichts. Sonst zerstörst du die Wonne meiner Erinnerungen, Max. Da ist sie gesessen vor einem Jahr mit ihrer liebreizenden Gestalt. Und ich habe mein Gesicht in ihre Hand und sie ihre Hand in mein Gesicht gedrückt. Es ist wohl unvergesslich. Also, wo ist sie? Ja, was willst du denn von ihr? Sie heiraten, dieses Götterweib. Was, du willst die Lenz heiraten? Natürlich. 14.000 Kilometer bin ich gefahren, dass ich diesen Engel mitnehmen kann. Ja, und jetzt, wo die Stunde der Entscheidung gekommen ist, verlässt mich mein Mut. Dein Mut? Geh, du bist doch Tierbändiger. Ja, das ist es ja. Lass mich mit einem wilden Nashorn allein. Da stehe ich meinem Mann. Ja, aber eine Frau ist halt kein Nashorn, gell? Naja. Drum, lieber Max, bitte ich dich, tu mir den Gefallen und red du mit ihr. Nein, die kratzt und beißt. Max, Maxchen, lass mich nicht im Stich. Denk an den Siegfried, wie er für den König Gunther um die Brunhilde geworben hat. Also gut. Gut, dann lass ich halt deine Brunhilde kommen. Fräulein Lenz, kommen Sie mal bitte. Sie haben keine Zeit. Sie müssen, ja. Es geht um Ihr Lebensglück. Ja, um Ihr Lebensglück. Lass mich Ihre süße Stimme hören. Gut, was hast du denn gesagt? Rutschen Sie mal einen Buckel runter. Bitte. Das würde ich nicht überleben, wenn ich dieses Götterweib verschmähen tät. Also, mein Geschmack wär's ja nicht. Aber wahrscheinlich sucht der Tierbändiger so einen Typ, gell? Also gut, was ich für dich tun kann, werde ich für dich tun. Max, ich danke dir nochmals. Ja. Morgen komme ich dann wieder und hol mir die Antwort ab. Jetzt muss ich aber leider nochmal nach München einen Gorilla umtauschen. Aber morgen, Max, morgen wird sie mir gehören. Und dann werde ich mit dieser Frau verschmelzen. Oh, das wird eine Rass werden. Der hat ja einen Tropenkoller. Die Lenz, ausgerechnet die Lenz. Da bin ich, Sie wünschen. Oh, sein Nashorn. Ja, Fräulein Lenz, nehmen Sie doch einmal Platz, bitteschön. Bitte keine langen Vorreden, fassen Sie sich kurz. Ich habe noch 20 Briefe zu schreiben und Angebote. Ja gut, dann werde ich mich kurz fassen. Es geht nämlich um Sie oder besser gesagt um Ihr Lebensglück. Wollen Sie mich loswerden? Sind Sie nicht zufrieden mit meinen Leistungen? Da brauchen Sie es bloß sagen. Na, Fräulein Lenz, so war das nicht gemeint. Ich rede jetzt privat. Also dafür habe ich keine Zeit. Fräulein Lenz, bleiben Sie doch da, bitteschön. Fräulein Lenz, waren Sie schon einmal verliebt? Verliebt? Gott bewahre, lieber Gallenkolik. Ja, wissen Sie, ich hab da nämlich einen Freund, einen netten, jungen, begüterten Mann. Und der hat sich in Sie verliebt. Wieso in mich? Tja, ich begreif's ja selber nicht. Ja. Also wenn das ein Spaß sein soll. Nein, Fräulein Lenz, dem ist todernst. Bleiben Sie nur da. Ich bin mir sicher, der wird Ihnen gefallen. Mir? Mhm. Die Männer heutzutage sind doch alles nur Waschlappen. No. Wo sind's hinkommen, die Jünglingsgestalten des klassischen Altertums? Ajax, Agamemnon, Achilles, Alexander, Herkules.
die haben feurige Rosse gebändigt und mit wilden Tieren gekämpft. Ja, aber genau so einer ist es. Der ist Tierbändiger in Afrika. Ja. Tierbändiger? Jawohl. Tierbändiger aus Afrika. Und jetzt will er Sie bändigen, heiraten. Mhm. Wo ist er? Ja, so gefällt's mir schon besser. Tja, der holt bloß noch einen Affen und dann holt er sie. Hat er das gesagt? Ja, wortwörtlich. Also, lassen Sie dann diese Gelegenheit nicht mehr entgehen. Wann geht das nächste Schiff nach Afrika? Na, Fräulein Lenz, nichts übereilen. Sie müssen sich den Mann doch erst einmal anschauen. Den, der mich nimmt, nehme ich unbeseelt. Ja, danke, ja. Franzi, ein Brief ist da vom Onkel aus Baden-Baden. Ja, na endlich. Ja, komm, lies schon vor. Ja. Liebe Kinder, mir geht es gut. Ich bin im Begriff, einen Schritt zu tun, der für euch unerwartet sein wird. Was soll denn das heißen? Wenn ihr diesen Brief in Händen haltet, ist es bereits geschehen. Um Gottes Willen. Was hast du? Ja, der Onkel bringt sich um. Ach, Schmarrn. Ich bin der Glücklichste der Sterblichen. Seit kurzem bin ich ein anderer, ein lebensfroher Mensch geworden. Dann ist es ein Gichtlos geworden. Meinst du? Ja. Ich brenne darauf, euch bald in meine Arme zu schließen. Denn ich werde euch eine Überraschung mitbringen. Ihr werdet staunen. Eine reizende, lebendige Überraschung. Dann ist er Rattenpinscher. Ja, er weiß, ich wünsche mir einen Rattenpinscher. Geschmarrn, Rattenpinscher. Ein Spanferkel wird's sein. Meinst du? Ja, zu mir hat der Onkel gesagt, ich möchte gerne mal ein kleines Schweinl aufziehen. Ich finde meine Ruhe erst wieder, wenn ich bei euch bin. Hoffentlich versteht ihr mich. Ich komme mir manchmal vor wie ein Verbrecher. Der wird doch die Sau nicht gestohlen haben. Dienstag treffe ich bei euch ein. Das ist heut. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Ihr werdet erstaunt sein. Euer überglücklicher Onkel Otto. Ja, wann kommt denn der heut kommen? Tja, nur mit dem 11:30 Uhr-Zug. Ja, dann haben wir ja nur noch eine halbe Stunde Zeit. Also eine halbe Stunde und dann pressiert. Ah, Blumen zum Empfang. Na, was denn? Schau! Setzen Sie sofort unsere Zimmer in Stand. Na, Sie wissen ja, wie wir es gewöhnt sind. Sehr wohl, Herr Graf, wie wir es gewöhnt sind. Herr Schwiegersohn! Was ist denn? Dann lassen Sie das! Warten Sie mal! Immerhin ist diese Dame meine Frau. Lassen Sie das trotzdem! Du hast sowas schon mal erlebt, ha? Ja, gehen Sie und bringen Sie alles in Ordnung. Sehr wohl, Herr Graf, ich bringe alles in Ordnung. Na halt, warten's! Ich muss doch erst noch alles deichseln. Was sagst du, Limperl? Herr Schwiegersohn, lassen Sie das! Olympia, setz dich hierher. Na, Sie bleiben dort. Das ist ein ekelhafter Kerl. Was müssen Sie erst heißen? Ich bin ein Rabenstein Schwindeck. So. Hier wurzelt mein Geschlecht und hier wünsche ich zu leben. Hm. Ja, Sie waren es doch, die Olympia von meinem Vaterherzen gerissen hat. Ja, Sie haben sie doch Hals über Kopf geheiratet. Und jetzt sind wir hier. Was heißt da Hals über Kopf? Sie haben mich doch getrennt dazu. Ihr hat's doch so zurückpressiert in der Schlasse ihrer Väter, nicht wahr? Wenn mir das Limperl nicht so gut gefallen hat, hätte ich ja gar nicht mitgemacht bei der Geschichte. Und jetzt muss ich es halt einmal meine Angehörigen erst schonend beibringen. Doch was, handeln Sie wie ein Herr. Ja. Und holen Sie endlich mein Gepäck. Ja. Wo Sie? Das geht euch eine Lulatsch da, eine Can holen. Holen Sie mein Gepäck! Sehr wohl, Herr Schwiegerkrampf. Ein ekelhafter Kerl. Also, Papa, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du mich nur in so eine Situation bringen? Durch deinen ersten Mann habe ich mein Schloss verloren. Durch den zweiten werde ich es wiederbekommen. Du kennst meinen Wahlspruch. Furchtlos und unverzagt. Aber es ist mir peinlich, hier mit Max wieder zusammenzutreffen. Peinlich? Es ist lächerlich.
Du ziehst dich jetzt am besten auf dein Zimmer zurück und schließe gut ab. Dieser Bohlinger scheint ein ganz verliebter Gockel zu sein. So, mein Lieber, ja, da ist jetzt hier eine Klump. Was? Zeig ihn, Moni. So, wo ist das Limperl? Wer setzt sich bereits auf ihr Zimmer? Zurück geht's so. Ah, das ist gut. Dann ziehe ich mich auch zurück auf das Zimmer. Sie bleiben hier. Warum, was ist denn noch? Sie bringen erst dieses Gepäck dort hinein. Dieses da zu Befehl. Ja, mein lieber Vorkommandeur, mir wie ein roter Radler. Was für ein erhebendes Gefühl, wieder im Schlosse meiner Väter zu sein. Mein lieber Herr Müller, der blaue Heinrich ist zurückgekehrt. Ja, das Gepäck ist jetzt auf Ihrem Zimmer. Und ich gehe jetzt zu meinem Limperl, gell? Herr Schwiegersohn! Was steht zu Diensten, Herr Graf? Sie bewohnen den rechten Flügel des Schlosses. Was? Ich bewohne nicht den rechten Flügel des Schlosses, sondern ich wohne da, wo meine Frau wohnt. Wird Zeit, dass wir uns mal genauer kennenlernen, nicht? Sie haben uns ja noch keine 5 Minuten aus die Augen lassen. Sie haben sich dem Gesetz derer von Rabenstein Schwindeck zu unterwerfen. Ja, und dieses sieht auch für Sie eine Bewährungsfrist von 300 Tagen vor. Ja. Erst dann dürfen Sie Ihren ehelichen Pflichten nachkommen. Was, 300 Tage? Das ist ja schon gut. Ich bin doch kein junger Hupfer mehr. So lange kann ich nimmer warten. Okay. Oder? Na, das ist Ihr Problem. Für mich ist die Sache erledigt. Auf Wiedersehen, Herr Schwiegersohn. Halt, Herr Graf. Herr Graf, bitte. Von den 300 Tagen könnte man da vielleicht nicht ein paar Tage abzwicken? Nein! Nein. Ich gehe jetzt zu Jean und lasse zur Ehre meiner Ankunft die Fahne aufziehen. So. Mein Lieber, 300 Tage, das sind ja 300 Nächte. Also eine Grausamkeit so dergleichen hast gehört. Mein Lieber, da meine ich, bin ich nicht drin. Aber was, ich geh jetzt zu meinem Limperl? Vielleicht wird der die Zeit auch zu lang und Sie lassen mir ein paar Tage noch. Oh, Limperl, bist du da? Du, ich hätte ganz was Wichtiges zu reden mit dir. 300 Tage, das hält ja kein Mensch nicht aus, als Kirch. Olympel, sag halt einmal, was, mein Herzipinkel. Hallo? Da tue ich jetzt nicht mehr lang runtergehen, ne? Oha, zugesperrt. Ja, wie gibt's denn sowas, hä? Oh, sie zieht ihre Schuhe aus. Mein, hat die süße Fussel. Also sowas von liebe kleine Stampferl habe ich überhaupt noch nie gesehen. 300 Tage, so eine Gemeinheit. Onkel Otto! Ja, Kinder! Sag mal, was tust denn du da? Was tue ich da? Ich hab bloß geschaut, ob vielleicht der Schlüssel von innen steckt. Ach so, ach ja. Du willst da rein. Ja. Nein, ich will nicht da rein. Warum? Komm, geh mal halt rein. Ja, was wächst denn da drin? Du, dass du schon da bist? Ja, ja. Bist du nicht mit dem Zug gekommen? Nein, ich bin mit dem Auto gekommen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten ohne euch. Ich hab ja so Zeit lang gehabt. Also, Onkel Otto, gut schaust du aus. Ja, gut schau ich aus. Ja, vielen Dank, ey. Ja. So lang bist du weg gewesen. Ja, 300 Tage. Was? Seien Sie 6 Wochen. Ah, also richtig verjüngt hast du dich. Ja, so frisch und dynamisch wirkst. Ja, was heißt da wirken? Ich bin's auch. Wie ein junger Mann auf Hochzeitsreise. Was? Okay, was du da sagst, hör doch auf. Da werde ich ja ganz rot. Komm, setzen wir uns doch hier. Setzen wir uns lieber hier. Weißt du, Onkel, die ganze Zeit zerbrechen wir zwei uns schon den Kopf. Was du uns für eine Überraschung mitgebracht hast. Sag's uns, Onkel Otto. Ja, das ist eine Riesenüberraschung, ja. Ja, jetzt mach's doch nicht so spannend. Ja, also passt auf, es ist ja so. Es ist so heiß da herin, hast du gehört. Max, es ist ein Rattenpinscher. Schmarrn, ein Spanferkel. Also passt auf, Kinder, wie gesagt, es ist nämlich so. Die ganze Sache hat nämlich Folgendes. Ich wollte, das heißt, ich habe
Nein, ich wollte auspacken. Nein, bleib nicht da, Onkel Otto. Jetzt sag uns, was du uns mitgebracht hast. Wir sind ja schon so gespannt. Ja, also meine lieben Kinder, ihr wisst ja, dass ich euch gern hab, nicht wahr? Mhm. Ja, und meine Kur im Parkastein war ein Riesenerfolg, sag ich da. Mein Gicht ist weg. Ja, und dann bin ich nach Baden-Baden gefahren. Und jetzt kommt die Überraschung. Lass mir raten. Ja? Die Überraschung ist dick und fett. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist der Rotz hier nie. Also, passt auf. Gott sei Dank. Ich meine, Brot jetzt, gell? Ja, muss das jetzt sein? Ja, gut, ich komm. Die Lenz. Die Franzi, die soll weiterraten. Gut, dass er fort ist. Jetzt sag mal endlich, was du uns mitgebracht hast. Was ich mitgebracht habe? Ach so, ja. Eine Frau. Eine Frau? Meine Frau. Ich habe in Baden-Baden geheiratet. Was? Ja. Du hast geheiratet? Nicht so laut, Franzi, um Gottes Willen. Ja, weißt du, ich bin doch auch ein Mann, nicht wahr? Und ich bin ja, wie soll ich sagen, in den besten Jahren, nicht wahr? Ja, aber warum hast du uns denn das nicht geschrieben? Ja, weil das alles so schnell gegangen ist. Schau, bis ich geschaut habe, war ich schon verheiratet. Ja, wo hast du es denn kennengelernt? Beim Baden, in Baden-Baden. Ja? Nein, im Grand Hotel. Der Max hat mir selber empfohlen. Wen? Das Hotel. Sag mal, ist das womöglich ein ganz junges Mädel? Nein. Also eine Witwe? Ja, Witwe ist sie auch nicht gerade. Sie ist eine geschiedene Frau. Ach so. Ja, und wer war dein Vorgänger? Mein Vorgänger, das war ein sehr netter, anständiger Mann, mein Vorgänger, ja. Also mich erinnert er manchmal direkt an den Max. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja. Ach so, ja, sie ist da drin. Sie macht sich's gerade bequem. Ja, dann gehen wir doch gleich zu ihr rein. Ja, gehen wir doch. Nein, halt, zum Gottes Willen. Was meinst du, wenn der Max das erfahrt? Der reißt mich in der Mitte auseinander wie einen kochten Kartoffelknödel. Das ist wirklich eigenartig. Ja. Wo ist doch Onkel Otto? Also, nein, hol ich nicht. Das passiert nicht so. Ich muss jetzt erst einmal auspacken, gell? Ja. Bist recht glücklich, Herr? Ja, bin sehr glücklich. Geh zu. Warum schaust du dann so traurig? Ich? Traurig, ja. Das da ist. Ich bin sehr vergnügt. Siehst du, wie ich lache? Ich weiß gar nicht, was du hast. Vergnügter wie ich kann man doch gar nicht mehr sein. Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn ich nicht irre, dann sind Sie Frau Müller. Ja, und Sie sind die Frau Bollinger. Ja, ich bin die Frau Ihres Onkels. Das ist schön. Sie werden sich sicher bald eingewöhnt haben, ich meine. Jetzt ist ja noch halt alles noch ein bisschen fremd, gell? Ja, das kann ich eigentlich nicht behaupten. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Das freut mich. Kann ich Ihnen mit irgendwas behilflich sein? Ja, mit einer Briefmarke, bitte. Eine Briefmarke? Ja, sofort. Warten's. In der mittleren Schublade, ganz hinten, in einer Zigarrenschachtel. Woher wissen Sie das? Ach, aus meiner ersten Ehe. Mein Mann hat damals auch immer seine Briefmarken in der mittleren Schublade in einer Zigarrenschachtel aufbewahrt. Das scheint sehr. Bitte. Vielen Dank. Eine nette Person. Der Max wird sich freuen. Franzi? Jetzt sehe ich schon Gespenster. Jetzt bult ich mir schon ein, dass dieser unmögliche Schau auf dem Dach die Fahne aufzieht. Immer muss ich an den blauen Heinrich denken. Jetzt höre ich die Musik. Ich höre sie immer noch. Ganz deutlich. Du, Max. Oh Gott, das will ich. Halt! Bleib da! Gut, dass du da bist. Warum? Was ist denn los? Was hast du denn? Sei still! Hörst du nichts? Da!
Nein, ich hör nix. Aber schon gar nichts. Was soll ich denn hören? Ja, die Musik, die ist doch nicht zu überhören, oder? Oder spinne ich jetzt schon? Onkel Otto, schau mich an. Schau ich aus wie immer oder irgendwie verblödet? Nein, so verblödet wie jetzt schaust du immer. Dann musst du mir einen Doktor holen. Ach, einen Doktor holen, da geh her. Setz dir mal nieder. Da, schau her, bitte. So. Und? Ist dir jetzt besser? Ja. Ja, jetzt geht's mir wieder besser. Na, also. Jetzt ist's vorbei. Wo sind denn die Blumen hin? Ja. Ah, jetzt ist schon wieder da. Onkel, sowas hab ich noch nie gehabt. Du musst mir den Doktor was holen. Was denkst du denn mit dem Doktor? Ja. Ah, jetzt ist wieder vorbei. Na, ja. Also, schau. Weißt du was, Maxi? Wir zwei machen jetzt einen schönen Spaziergang. Schau, das Wetter ist so schön. Nur strahlend blauer Himmel, kein Wolkel ist drum. Und die Vögel zwitschen in den Gebüsch. Was ist denn? Was hast du denn? Wow! Ich hab Halluzinationen. Hä? Ich bin übergeschnappt. Ich hab sie leibhaftig gesehen. Wen? Sie ist vorbeigeschwebt. Wer denn? Meine erste Frau. Wow! Da ist rausgekommen. Und da ist sie rausgegangen. Da oben rennst du denn hin? Lass mich aus! Ich muss da raus, ich muss das wissen! Da bleibst jetzt! Maxi ist reizend! Ich hab schon kennengelernt. Ich bin? Die Frau vom Onkel Otto! Was? Du hast? Geheiratet. Geheiratet? Wen denn? Grüß Gott, Herr Müller. Ah! Was ist das? Ja, das ist sie! Das ist wer? Das ist. Das ist. Meine Frau. Meine Frau! Meine. Das ist der helle Wort! Ich bin da tot! Schau! Was ist das bloß für ein Lärm? Man kann sich einfach nicht in Ruhe der Musik hingeben. Der blaue Heinrich. Noch. Das wird ja immer schöner. Oh, ich glaube, den druckt was. Was soll ihn schon drucken? Geh weg! Ja, geh da, weg. Da, jetzt rennt er auch noch. Geh weg, Heinrich, mir graut vor dir. Wecken's auf. Herr Müller, ach, geht er rührt's ja nicht. Ach, Fräulein Lenz, wecken Sie ihn auf. Ich möchte nicht erschrecken. Schrecken, lächerlich. Herr Müller! Herr Müller, wer dort? Ach, Sie sind's. Gott sei Dank, dass Sie mich aufgeweckt haben. Wo stehe ich alles durch? Dabei ist ja alles nur Einbildung. Es ist ja alles nicht wahr. Entschuldigung, Frau Gräfin. Also ist doch wahr. Es ist alles wahr. Jetzt fällt's mir wieder ein. Ich hab da auf dem Sofa geschlafen. Rosel, sag's meiner Frau, wir reisen ab und bringen es mir einen Koffer. Ja, aber Herr Müller, ja, wollen Sie wirklich? Jawohl, ich will wirklich. So schnell wie möglich will ich fort von da. Aber Herr Müller, was wird denn dann aus mir? Ja, das ist doch mir wurscht. Die Schlange haben, ich soll doch noch ihren Löwen haben.
Tierbändiger treffen. Mein Gott, der kommt schon noch. Jetzt gehen Sie heim und machen Sie sich hübsch, auch wenn es einer noch so schwer fällt. Ja. Ah, Herr Müller. Ja, was ist denn noch? Was soll ich zu ihm sagen, wenn er so vor mir steht? Sie kennen mich ja, ich kann keine langen Worte machen. Mein Gott, dann machen Sie kurze Worte. Sagen Sie einfach, ich bin da, du bist da, komm, wir fahren nach Afrika. Ich bin da, du bist da, komm, wir fahren nach Afrika. Von mir aus. Ist jetzt einer Zeige? Links ist aufs Sofa. Ja, ist recht. So. Danke, Rosel. Ach, guten Morgen, Herr Bullinger. Guten Morgen, Rosel. Morgen, Max. Morgen, Maxi. Maxi, hör mir mal zu. Red mich nicht an, wir sind geschiedene Leute. Was? Ach du, dann sagst mir aber, was dies da zum Bedeuten hat. Wir verreisen, auf Wiedersehen. Max, jetzt nimm doch Vernunft an. Lang mich nicht an, sonst passiert ein Unglück. Ich kann für nichts garantieren. Max, jetzt beruhig dich halt. Ich möchte doch bloß reden mit dir. Was soll ich mich beruhigen? Ja. Nach all dem, was du mir angetan hast. Ja, wegen dir habe ich heute da auf dem Sofa geschlafen. Statt in den Armen von meiner Frau. Ja, meine Frau ist eifersüchtig. Wegen dir, ja? Und will nichts mehr wissen von mir. Auch wegen dir. Ja. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, was du mir alles angetan hast. Jetzt kommt mir ja die Wut erst richtig hoch. Ja, wie hast denn du das machen können? Ich bring dich um! Nicht, Max! Das bist du Schiedelskrieg, ein Schiedelfrost! Schamst du gar nicht, ha? Der Herr Graf lässt die beiden Herren Schwiegersöhne bitten, sich zu mäßigen. Sag's dem Herrn Grafen, dass er seinen Ex-Schwiegersohn einmal kann. Wie Sie meinen. Aber ob er das tun wird. Max. Setz dich! Ja. Der Mensch mit mir umgeht, hä? Wieso? Wieso heiratest du meine abgelegte Frau? Meine ehemalige Gattin ist jetzt meine Tante. Ich bin ihr Neffe und deine Nichte ist meine Tante. Frau, nimm die Herrschaftszeiten. Was ist denn das für eine Verwandtschaft? Max, das hab doch ich nicht gewusst. Gell, das hätte man doch merken müssen. Merken? An was denn? Am Namen. Am Namen? Du, bei der letzten Volkszählung ist rausgekommen, dass es bei uns ungefähr 2 Millionen Müller gibt. Wie hätte ich wissen sollen, dass ausgerechnet diese Frau Müller deine Frau Müller ist? Bist du gespannt, ob es zu spät? Ja, sowas kennt doch vorher überlegt. Da war nichts zum Überlegen. Der alte Graf war er hinter mir her, als wir du hinter ihr her warst. Nein, wie der Teufel hinter einer armen Seele. Bis ich geschaut hab, war ich verheiratet. Ja, mit meiner Frau. Oh, wie oft soll ich dir jetzt nur sagen, dass ich das nicht gewusst hab? Aber er hat's gewusst. Du warst ihm doch nur ein Mittel zum Zweck. Was? Durch dich hab ich wieder Einzug halten können in das Schloss seiner Väter. Ach, jetzt geht mir ein Licht auf. Dann hat mich der Spitzbub ja geleimt. Ja, du, das ist ja ein ganz verrückter Hund, ha? Was? Ja. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ja. Weißt du was, du gehst jetzt sofort zu ihm rein. Ja. Sagst, er soll unverzüglich das Schloss verlassen, aber weil du dich scheiden lässt. Nein, das geht nicht, Max. Das geht nicht. Schau, Maxi, ich hab doch Gefühle für die Olympia. Gut, fühl du ruhig zu, wir fahren. Ja, nein, Max, nicht wegfahren. Alles blöd, was ist denn? Ja. Nicht wegfahren, Max, mach zu. Bleib da, ich lass mich scheiden. Gut. Dann geh rein und sag's ihm. Ja, geh rein und sag's ihm. Ja, wer's bald? Geh ja schon. Maxi, sag mal, kannst du wirklich so grausam sein? Ich hab doch noch gar nichts gehabt von meiner jungen Ehe. Das kriegt dir ganz recht. Klopf an, geh rein und sag's ihm. Klopf an, geh rein und sag's ihm. Was ist denn los? Ich trau mir nicht. Wär's bald? Also gut, dann geh ich halt. Herr Graf? Was wollen Sie denn hier?
Gott sei Dank. Jetzt werden wir den alten Grafen bald für immer los haben. Gut, packen wir wieder aus. So. Bist du immer noch nicht fertig? Guten Morgen, mein Zuckerschneckerl. Hast du gut geschlafen? Rühr mich nicht an. Entweder wir fahren oder diese Herrschaften verlassen das Schloss. Franzi, wir müssen überhaupt nicht wegfahren. Ich habe alles arrangiert. Ja, dein Onkel ist jetzt gerade beim Grafen drin. Du, ich habe ihm ordentlich Bescheid gesagt. Und dann jetzt nimmt er sich den Alten vor. Und Vater und Tochter verlassen heute noch das Schloss. Ja, schau her, ich pack schon wieder aus. So, und jetzt gibst du mir ein schönes Guten Morgen, Bussi. Und alles ist wieder in Ordnung. Nehmen Sie das zurück! Ja, Fräule. Herr, nehmen Sie das zurück! Nichts nehme ich zurück, aber schon gar nichts. Eingefangen habt ihr wie einen Gimpe. Das ist eine Beleidigung. Oh. Verlassen Sie das Schloss meiner Väter! Hinaus! Was meinst du, Max? Ach, diesen Herrn kenn ich nicht! Ja, das kann man ändern. Das kann man ändern, da geh her, Maxi. Was ist das Ding? Gestatten? Max Müller, Mühldorf. Geh, lass doch den Schmarrn! Schweigen Sie! Sie haben hier überhaupt nichts zu reden. Sie haben da überhaupt nichts zu reden. So schaut's aus. Sie haben sich auf die raffinierteste Weise hier wieder eingeschlichen, ja? Sie haben diesen alten, ehrwürdigen Kreis da eingefangen. Oh, 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 oh! Du sollst aber aufhören, gell? Ich lasse Sie hinauswerfen! Also schon langsam wäre ich wirklich narrisch. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie alter Nussknacker! Nussknacker? Oh, ich verbiete dir, meinen Vater zu beleidigen, Max! Sagen Sie nicht Max zu meinem Max! Himmel, oh. Herrschaftszeiten, mir soll in das Weide gehen! Mit Ihnen werde ich noch fertig werden! Das werden wir sehen! Ich werde Ihnen beweisen, dass ich hier Herr im Schlosse bin. Und mit Ihrem sauberen Herrn Bohlinger, da werde ich nachher ein paar Wörtchen reden. Die Herren, die werden mich kennenlernen. Von Ihnen haben wir ja nichts anderes erwartet, Herr Müller. Aber mein Vater wird sich durch Ihre schlechten Manieren nicht einschüchtern lassen. Wir sind im Recht und lassen uns von niemandem beleidigen. Max, das darfst du nicht gefallen lassen. Sag einmal mal ordentlich die Meinung. Der Graf muss weg vom Schloss, da hilft kein Herrgott. Zeig, dass du ein Mann bist, oder? Oder? Max, ich sag's dir jetzt zum letzten Mal. Entweder verlassen diese Leute unser Schloss, oder ich reise alleine ab. Aber Franzi! Da halt ich es nicht mehr länger aus. Meine Herren, werden von mir hören! Olympia, komm! Max, jetzt hör ich mich einmal an. Schau, was hast du denn? Ich bin schon fort. Jetzt haben wir dann so los. Also gut. Packen wir halt wieder ein, ja. Das wäre ja noch schöner, wenn mein Freund für mich nicht zu sprechen wäre. Dann bist ja Max. Grüß dich. Na, was ist denn? Was hast denn? Willst du mir nicht grüß Gott sagen? Ja, grüß dich. Ja. Max, wie schaut's aus? Hast du schon gesprochen mit dem Fräulein Lenz? Ja, wo ist denn mein Schlafanzug Hosen? Hä? Woher soll denn ich das wissen? Also Max, was ist? Hast du schon geredet mit ihr? Hä? Ja. Ob du schon geredet hast mit dem Fräulein Lenz? Ja. Ja, und? Was hat's gesagt? Nein. Was? Ja, nein. Sperling. Du kommst mir ja wie gerufen. Sperling, du bist doch mein einziger Freund. Mein lieber Sperling. Oh. So, was ist denn los, Max? Mein Sperling, du ahnst gar nicht, was über mich alles reingebrochen ist. Aber ich erzähl dir alles. Alles erzähl ich dir schön der Reihe nach. Aber pass gut auf. Die Sache ist nämlich sehr kompliziert. Vielmehr, die ist eigentlich ganz einfach. So, ja, also gut, dann schieß los. Pass auf, meine Frau ist meine Tante geworden. Jetzt bin ich der Neffe von meiner Frau und meine Frau ist meine Nichte. Dadurch werde ich zum Schwiegersohn von meinem Großonkel und zum Vetter von meinen Kindern. Verstehst? Ja. Nein. Oh, mein Gott. Sperling, das ist doch nicht so schwer. Pass auf. Meine Frau ist meine Tante geworden. Jetzt bin ich der Neffe von meiner Frau und meine Frau ist meine Nichte. Dadurch werde ich zum Schwiegersohn von meinem Großonkel und zum Vetter von meinen Kindern. Verstehst? Und das halte ich einfach nicht aus. Ei, 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 ei. Und?
Hast du das verstanden? Ja. Dann wiederhol's. Ich werde mich hüten. Sperling, du musst mir helfen. Du musst sie von da wegschaffen. Ja gut, aber was soll ich denn machen? Heirate meine Frau. Was soll ich? Sperling, du bist der einzige Mensch, der mir helfen kann. Wenn du mir nicht hilfst, weiß ich mir keinen Ausweg mehr. Sperling, willst du sie heiraten? Ja, aber wen denn? Meine Tante. Eieieiei. Er ist übergeschnappt. Und Sperling, hast du das jetzt verstanden? Ja, freilich, Max, freilich. Nix. Nichts hast du verstanden, überhaupt nichts hast du verstanden. Sag mal, Sperling, du musst doch zugeben, das kann kein Mensch aushalten. Schau, da drin ist meine Frau und brütet Rache. So, da drin also. Ja, aber es kann alles noch gut werden, wenn sie den richtigen Mann findet. Sperling, ich bitte dich, sag schnell ja und nimm sie mit nach Afrika. Ja, Max, du weißt doch, dass nichts vor sie, gar nichts vor sie. Sperling, diese Frau ist wie geschaffen für dich. Eine tolle Frau, jung, elegant, das beste Familie. Ich bitte dich, hilf mir. Schau, da drin ist meine Frau und weint sich die Augen aus. Was, da drin? Ja. Gerade zuvor hast du gesagt, da drin. Aber nein, da drin. Ach so, ja. Da drin und da drin. Ja, er hat's kapiert. Ja. Das ist ja der helle Wahnsinn. Den gerade jemand käme. Max, Maxchen, konnte es sein, dass du da oben vielleicht ein bisschen ein seltsames Gefühl hast? Was denn für ein Gefühl? Was denn für ein Gefühl, ha? Entschuldigung, verdammt noch einmal, du hast ja immer noch nichts kapiert. Doch, Max, beruhigt. Einen Augenblick, hör mal zu und erinnere dich. Ich will das Fräulein Lenz heiraten. Das Fräulein Lenz ist deine Sekretärin. Aber die Lenz ist doch eine alte Schachtel. Erlaub mal. Jawohl! Eine alte, ausgetrocknete Schachtel. Ja, und widerspricht man nicht immer? Ja, sie ist eine alte, ausgetrocknete Schachtel. Jawohl. Eieiei, den hat's aber erwischt. Und du kannst doch diese Schachtel nicht heiraten. Du bist ja nicht übergeschnappt. Nein, ich nicht. Also, pass auf. Du bist ein energischer junger Mann. Du schaust fabelhaft aus. Ich bin mir sicher, du wirst meiner Tante gefallen. Ja. Onkel, der hilft uns. Der heiratet deine Frau. Was, meine Frau? Ja? Seine Frau? Ja. Du kannst doch nicht von einem wildfremden Menschen verlangen. Natürlich kann er verlangen. Natürlich, er hat ganz recht. Ich mach alles, was er will. Ich heirate auch ihre Frau. Aber wieso denn auch? Gell? Das ist doch die Tante. Ach, das ist die Tante? Ja. Ja, ich heirate auch die Tante. Ja. Wieder mal erklären. Da braucht's keine Erklärung. Ja. Mein Freund weiß ganz genau, was er will. Ja. Max, ich heirate, wen du willst. Ja. Hast doch irgendjemand. Halt, bleib doch. Die Sache ist sehr ernst. Du gehst jetzt rein und redest mit ihr. Ja. Ja, Max, ich rede mit dir. Sehr gut. Sehr gut. Onkel, bedank dich bei diesem liebenswürdigen Menschen, der uns aus dem Schlamassel hilft. Ja, ich bin ja sogar drauf. Ich kann dir gleich Springer verbreiten. Juhu! Danke, Spätzchen. Danke, Enkelchen. Ha, Max, das hast du super gemacht. Bist ein toller Kerl. Juhu! Ei. Dein Freund braucht unbedingt ärztliche Hilfe. Ich weiß gar nicht, warum der so durcheinander ist. Ja, das kann ich Ihnen schon sagen. Ich habe seine Frau geheiratet und er ist jetzt meine Nichte. Was? Nein, ich mein, er hat meine Nichte geheiratet. Gott, das will jetzt fangt ja auch noch. Das ist ein ganz einfach, junger Mann. Meine Frau ist seine Tante. Dadurch wird er zum Neffen von seiner Frau, nicht wahr? Dadurch wird er wiederum zum Schwiegervater von seinem Großonkel und zum Vater von seinen Kindern. Verstehst du? Natürlich! Also, natürlich! Ganz einfach! Wo liegt denn sie? Mein lieber Freund, es kann alles noch gut werden, wenn Sie sich entschließen könnten. Ja, ich tue alles, was Sie wollen, aber tun Sie mir nichts, bitte. Na. Also, was soll ich machen? Bitte! Heiraten Sie meine Frau! Ihre Frau? Ja. Ja, klar. Ich gehe jetzt raus und dann komme ich wieder rein und dann heirate ich Ihre Frau. Nichts mehr weg. Wo ist er denn jetzt? Es läuft dann einfach mal davon. Ich glaube, der spinnt da. Herr Otto Bollinger! Herr Graf Heinrich,
Ach so. Sie haben die Ehre meines Hauses verletzt. Ich fordere von Ihnen Genugtuung. Mit diesen beiden Pistolen haben die von Rabenstein Schwindeck alle ihre Beleidiger im Duell getötet. Getötet? Einen Moment, ich komme gleich wieder. Halt! Hier geblieben. Da steht gestanden. Ich frage Sie in der Tat. Ist es Ihre Absicht, sich von meiner Tochter scheiden zu lassen? Ja oder nein? Ja. Wissen Sie, guter Herr Graf? Ja oder nein? Ja. Nein. Das heißt, ganz wie Herr Graf wünscht. Da hilft und dann noch weiter. Haben Sie denn keinen Mut? Doch, Mut habe ich schon. Aber keine Courage. Papa, was gibt es denn? Olympia, mein Kind, gut, dass du kommst. Dein Herr Gemahl entpuppt sich als Feigling. Das ist mir allerdings auch schon aufgefallen. Olympia, gut, dass du da bist. Du musst mir helfen. Dein Papa trachtet mir nach dem Leben. Da wirst du dich schon selbst verteidigen müssen. Was? Papa, es ist so herrliches Wetter draußen. Ich möchte im Park etwas reiten. Ja. Recht so, mein Kind. Ich gehe auch etwas reiten. Halt! Der Graf, ich gebe Ihnen das Limperl ungebraucht zurück. Nehmen Sie eine Waffe. Nein. Wählen Sie. Wählen Sie, dann wähle ich diese. Die Moni ist ein wenig größer. Ach so, bitte. Sie haben 15 Minuten Zeit, sich mit der Waffe vertraut zu machen. Ich gehe inzwischen in den Park, mich einzuschießen. Herr Otto Bollinger. Herr Graf Heinrich. Herr Otto Bollinger, gut Schuss. Schuss, sagt er. Ich habe in meinem Leben noch nie geschossen. Doch heute einmal am Oktoberfest, wenn ich noch ein Kind war. Aber lieber lassen wir das schießen, als dass ich mit diesem herzlosen Trümmer noch länger verheiratet bin. Aber was, ich lasse mich doch nicht einschüchtern. Ich lasse mich scheiden. Ihr seid mich kennenlernen. Nein, ich wollte schon. Ich wollte es ja. Durchgegangen. Oh, wer hat denn da geschossen? Da schauen Sie, der Mann ist dem Pferd in die Zügel gefallen und hat es aufgehalten. Ist das nicht großartig? Ach, es gibt halt doch noch Männer. Ja, das ist ja der Herr Sperling. Sperling? Sag's bloß, das ist der Herr Sperling. Ja, da brauche ich ja gar nicht mehr lange überlegen. Nur noch zugreifen. Gehen Sie auf Seiten, Sie ist ohnmächtig geworden. Am besten, Sie verschwinden ganz. Ja, bin ja schon fort. Oh, endlich ein Mann. Und was für einer. Ein Recke. Ein Held wie Agamemnon. Kommen Sie, geben Sie mir eine Hand. Ich werde Sie glücklich machen. Gleich bin ich wieder da. Mein Agamemnon. Es ist ein Haus. Gott, da liegt sie, meine Lenz, meine angebetete Lenz. Was muss sie auch reiten? Eine Sekretärin gehört eben an die Schreibmaschine. Aber in dem Haus ist scheinbar alles anders. Mein Gott, und wie sie aussieht. Bildschön zum Anbeißen. Lenz, geliebte Lenz, hören Sie mich. Reich, froh und zufrieden sollen Sie werden. Geliebte Lenz, Braut, Mutter meiner Kinder, sang's ja. Sagen Sie mal, für wen halten Sie mich eigentlich? Oh, für die entzückendste Frau, die jemals eine Schreibmaschine bedient hat. Und die wollen Sie heiraten? Ja, mit 1000 Freuden, wenn nicht noch mehr. Wissen Sie, dass Sie mir recht gut gefallen? Ja, dann sind wir uns doch einig. Bleiben Sie hier, ich hole nur schnell meinen Vater. Ach was, der alte Lenz ist auch da? Ja, der ist auch da. Oh, Lenz, wie kann man nur so hübsch sein? Die zwei schon wieder. Oh, 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 oh. Mein lieber Sperling, ich danke dir. Ja.
Ich danke dir auch, mein lieber Sperling. Ja. Was wolltest du noch? Ja, das war sie ja. Ja. Wer? Hm. Seine Frau. Hm. Was? Seine Frau. Eieieiei. Herr Sperling, das ist mein Vater. Ach, das freut mich aber. Grüße Gott, lieber Lenz. Wieso denn Lenz? Was wollen Sie denn von mir? Na, Herr Lenz, was werde ich schon wollen? Hä? Na, wissen Sie denn nicht, mit wem Sie reden? Ich bin Heinrich der Letzte. Aber den hat's auch. Der passt rein in das Haus. Also, Lenz, seien Sie für einen Augenblick einmal vernünftig. Schweigen Sie doch endlich mit Ihrem Lenz. Also gut, dann eben nicht, Lenz. Heinrich, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Was erlauben Sie sich? Oh, Heinrich, alte Fischart, langsam! Ich nehme Sie und Ihre Tochter mit nach Afrika. Was fällt Ihnen denn ein? Meine Tochter ist bereits verheiratet. Was? Hier stehen Ihre beiden Männer. Was, du, Max? Der Erste. Und Sie? Der Zweite. Was denn, dann seid ihr ja gar nicht. Mm-mm. Und er? Dann seien Sie ja gar nicht das Fräulein Lenz. Ich bin die Tochter des Grafen von Rabenstein-Schwindeck. Das ist eine Geschichte. Und Sie, ihr darf euch scheiden lassen. Moment. Was meinst denn du, Limpel? Ja. Limpia! Was soll das heißen? Das heißt, mein lieber Papa, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben das tue, was ich will. Bravo! Herr Graf von Rabenstein-Schwindeck. Schön langsam merke ich, was da gespielt wird. Und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Ich heirate Ihre Tochter. Und Ihre Tochter wird nicht mehr das machen, was Sie wollen, sondern das, was Ihr Mann will. Und Ihr Mann bin ich. Merken Sie sich das. Ich bin Tierbändiger. Max, das hast du großartig gemacht. Mein Schwiegersohn ist ein Tierbändiger. Kann man jetzt vielleicht irgendjemand sagen, wo das richtige Fräulein Lenz ist? Ich komme schon! Habt ihr Vater? Ach, mein Vater! Tut mir leid, Fräulein Lenz, zu spät. Was ist denn? Na, einmal und nie wieder. Bitte. Vorstoß und unverzagt!